Boah. Ihr könnt ruhig reden. Das ist Jo Leute, was geht heute wieder? Ein Daily Vlog. Ja, wie geht's euch nochmal? Ist gut. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt und treffe mich jetzt mit dem lieben Momo von Panda Pirates, weil ich noch in der Stadt noch ein paar Sachen einkaufen muss, so Klamotten, eventuell noch einen Laptop, weil ich will ja, wenn ich unterwegs bin, die Daily-Vlogs entsprechend auch schneiden können und da bräuchte ich einen richtig starken Laptop. Von da habe ich mir gedacht, gehe ich noch zum Apple Store, um da entsprechend zu gucken, ob ich mir vielleicht ein MacBook kaufen werde. Und ja, dann nehme ich jetzt heute euch mit. Ja, bis gleich. Ich habe den Momo jetzt gefunden, wir sind jetzt gerade am Fischbrunnen hier am Marienplatz und ja, ich wusste gar nicht, dass der wieder funktioniert. Ich war schon so lange nicht mehr in der Stadt und ja, wir gehen jetzt zum Apple Store, weil ich will mir jetzt gerade schauen, ob ich mir einen neuen Laptop hier besorge. Hey, don't you think I can see that you've been looking at me, that you've been staring at my face. Hey baby, I don't wanna stay in this club no longer. Move out of my place. There's no need to be shy, 'cause you're fun of my guy. I will take you up high the whole night. Yo, ich wurde irgendwie wieder auf der Straße erkannt. Der Momo musste kichern wie ein Mädchen. Ne, ohne Witz, ich hab mir nur gedacht, ey, boah, kennt die mich jetzt und so. Sie hat einfach gesagt, ich kenne dich von den Lobbys. Und ich denke so, okay. War aber noch nie im Video von den Lobbys. Ich hab nicht gedacht, dass das jetzt die rote Farbe so krass auffällig ist, dass Leute dich einfach wiedererkennen oder dass auch in München so Leute gibt, einen wiedererkennen. Ich hätte das eigentlich filmen sollen, aber ich hab's eigentlich so verplant, weil ich mir gedacht hab, hä? Die spricht mich jetzt an, ich habe sie angeschaut und denke so, hätte ich eigentlich noch Sticker verschenken sollen, aber nein, ich kam mit der Situation nicht zurecht, weil ich eigentlich drauf eher dran gewöhnt bin, in Köln erkannt zu werden als hier. Hashtag voll real. Jo Leute, wir sind jetzt hier bei Lula und Char. Das ist der einzige Bubble Tea Laden, den ich so hier so in München kenne, der so richtig original taiwanesische Bubble Tea. Scheiße, nicht. Der liebe Momo hat noch nie richtig taiwanesische Bubble Teas getrunken, deswegen kriegen wir es jetzt hier. Yeah. Warte, das muss wirklich mit einem Stich, weißt du? Okay. Und? Richtig. Ihr könnt ruhig reden, das ist richtig. Mhm. Dieser Laden ist hier am Königsplatz, sozusagen einfach hier um die Ecke in Richtung vom Café Netzwerk. Luna und Char. So richtig original Bubble Tea. Da gibt es auch nur 5 Sorten. Ich nehme immer das Taro Coconut Milk Tee. Das ist so richtig. Habt ihr schon so Bubble Tea getrunken und so alles und dran? Wenn ja, schreibt es in den Kommentaren und sagt mir mal, wie ihr sowas findet. Weil eigentlich finde ich es eigentlich schon richtig geil, obwohl es früher ja so wegen diesen Skandalen und so bla bla. Aber das waren halt nicht die richtigen Bubble Teas. Und hier ist auch richtig so taiwanesische Atmosphäre. Also alle, die für Kultur interessiert sind, unbedingt fair, das ist ja, echt cool. Mhm. This town's so late. I'm feeling so wired. Da sind wir wieder und ich muss wirklich sagen, ich habe nichts gefunden, rein gar nichts gefunden. Entweder gab es die Hose nicht oder die Größe der Schuhe nicht, wegen dem Laptop auch noch und so. Eigentlich waren wir jetzt nur bummeln und haben eigentlich nur rumgeschaut und nichts gemacht. Aber mit mir einkaufen zu gehen, wie ist es eigentlich, Mo? Steve ist immer ein komplizierter Mensch, Mr. Wisch. Ja, ich finde es generell cool, einfach mal so die Stadt sich anzugucken, ein bisschen shoppen, ein bisschen gucken, was es so gibt. Ja. Die Leute zu sehen, ein bisschen rauskommen aus dem Haus. Ja, wirklich, wenn ich einkaufen gehe, entweder Hightech hauptsächlich, ab und zu mal Klamotten. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mal ein Abo. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Und was sagst du? Gute Nacht, liebe Kinder. Tschüss.